Also es geht halt nicht darum, die Gesellschaft möglichst gesund zu machen und gesund zu halten, sondern es geht darum, mit welcher Erkrankung man wie viel Geld aus welchem Patienten rausholen kann und was einen das an Personal kostet. Und diese Rechnung ist halt eine, die halt den Bedürfnissen der BerlinerInnen total entgegensteht. Das heißt halt im Alltag, im stationären Bereich auf der einen Seite, dass PatientInnen, die noch ein paar Tage länger brauchen, um sich zu erholen und wieder nach Hause zu kommen, dass die möglichst schnell entlassen werden, weil es nur eine bestimmte Summe Geld für ihren Fall, für ihre Erkrankung, für ihre Operation gibt und sie danach das Unternehmen einfach nur noch Geld kosten. Und auf der anderen Seite sorgt es auch dafür, dass Beschäftigte, die die gleiche Arbeit machen, in den gleichen Bereichen ganz unterschiedliche Verträge haben, ganz unterschiedliches Gehalt bekommen und da wirklich in einem Unternehmen, das dem Land Berlin gehört, aktiv Lohndumping betrieben wird mit den Beschäftigten, ist einfach unglaublich, aber findet so statt. Ich bin Tobi, ich bin Krankenpfleger aus dem Urban-Klinikum, jetzt schon seit fast 12 Jahren in der Krebsmedizin. Und als Beschäftigter von Vivantes natürlich auch Teil der großen Berliner Krankenhausbewegung, die jetzt insgesamt nicht nur in Vivantes und den Töchtern, sondern auch in der Charité versucht, gute Arbeitsbedingungen und den Tarifvertrag für alle durchzusetzen. Also es sind zwei große Themen, die wir erkämpfen wollen. Das eine ist der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes für alle Tochterbeschäftigten in der Vivantes. Und das sind Dinge, die schon am Laufen sind. Da gibt es schon Tarifverhandlungen, die sehr schleppend und zäh verlaufen. Aber zumindest gibt es schon Verhandlungen, bei denen dann aber auch die Laborgesellschaft ausgeklammert wurde, obwohl die ist Teil von Vivantes und der Charité und es beides auch Klinikunternehmen sind, die beide den TVÖD haben, wurde trotzdem das Labor ausgeklammert. Die andere Achse ist der TV-Entlastung. Also es gibt in anderen Kliniken bereits einen Tarifvertrag Entlastung. In der Charité hat es damals angefangen, wo für jeden Bereich, der mitmacht, festgeschrieben ist, auf so und so viele Patienten in diesem Bereich, zum Beispiel Intensivstationen, müssen so und so viele Pflegekräfte kommen, damit klar ist, dass die Pflegekräfte nicht überlastet sind und die PatientInnen gut versorgt sind. Und das war sehr gut, ein guter Anfang, aber ein bisschen ein zahnloser Tiger. Es hat sich schnell gezeigt, dass die Konsequenz fehlte. Was passiert eigentlich, wenn die KollegInnen weiterhin Unterbesetzung arbeiten, die diesem Tarifvertrag Entlastung widerspricht? Und da gab es jetzt verschiedene Kliniken, die sich weiter auf den Weg gemacht haben, da auch diesen Konsequenzaspekt mit einzubringen. Und da waren die Kliniken in Jena und Mainz sehr erfolgreich und haben das geschafft mit einem Punktesystem, mit einem Entlastungspunktesystem. Also wenn man in Überlastung arbeitet, also in einer Besetzung, die dem nicht gerecht wird, diesem Tarifvertrag Entlastung, dann bekommt man einen Punkt zu einem magischen Punktekonto. Und wenn man eine bestimmte Anzahl zusammen hat, dann bekommt man beispielsweise einen extra Urlaubstag, weil man ja besonders überansprucht wurde. Und das sind Dinge, die wir uns natürlich auch für Berlin wünschen und die wir hier auf jeden Fall versuchen werden durchzusetzen. Und Ziel der Berliner Krankenhausbewegung ist es, diese Kämpfe zu bündeln. Also nicht nur zu sagen, wir brauchen den TVÖD für alle, sondern wir brauchen auch gute Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte. Wir brauchen einen festen Besetzungsstandard, der sich daran orientiert, wie viele Patienten man versorgt und dass diese Versorgung gut ist und auch für die Beschäftigten auch gut ist. Weil das sind zwei Dinge, die man nicht voneinander trennen kann. Gute medizinische Versorgung und auch gute Arbeitsbedingungen. Ne? Das eine geht nicht ohne das andere. Die Geschäftsführung hat ja ganz banale kapitalistische Interessen sozusagen. Sie sind die Geschäftsführung einer GmbH und genauso müssen sie auch arbeiten. Sie müssen wirtschaften in einem System mit Fallpauschalen, das es auch von ihnen erfordert, möglichst wirtschaftlich zu arbeiten. Und wenn man an der Stelle sozusagen etwas erreichen möchte von der Geschäftsführung, dass sie
bessere Arbeitsbedingungen und auch Gehaltssteigerungen für Beschäftigte und tarifliche Eingruppierung. Wenn man das alles erreichen möchte, dann braucht man die Besitzerin der GmbH, nämlich das Land Berlin, um Druck zu machen. Ohne das geht es nicht, weil freiwillig machen die das nicht. Wir werden genug Druck in der Öffentlichkeit aufbauen und sind, wenn da nichts vorangeht, auch bereit, die Arbeit niederzulegen, und zwar überall in der Stadt. Das erste Argument, wenn es um Arbeitskämpfe im Gesundheitswesen geht, ist natürlich von Arbeitgeberinnenseite immer die armen Patienten. Wie könnt ihr denen das nur antun? Jetzt wollt ihr vielleicht sogar die Arbeit niederlegen und streiken. Das geht doch so gar nicht. Und wenn man die Patientinnen aber selber befragt, dann stehen die hinter den Beschäftigten, und zwar mehrheitlich. Und dafür braucht es jetzt auf jeden Fall gute Vernetzung zwischen allen verschiedenen Projekten mit der Berliner Krankenhausbewegung, dass wirklich alle Projekte zivilgesellschaftlich ihre Banner raushängen und sagen, ja, wir sind dabei und wir unterstützen euch. Da gibt es auf jeden Fall schon jede Menge Allianzen, gerade zwischen Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und der Berliner Krankenhausbewegung, weil es ja Strukturen sind, wo man voneinander total viel lernen kann und auch von der ganzen Strukturarbeit total viel profitieren kann. Und das ist total wichtig, diese Kämpfe zusammenzuführen, weil damit können wir alle nur gewinnen. Und das sind beides so zentrale Themen, die uns alle angehen, dass man die auch gar nicht so viel voneinander trennen kann.